Ich mache jetzt das zweite Dingsbums. Power Upgrade für den EFAB. Ach ja. Power Upgrade oder Power Control? Power Upgrade. Warte mal, brauchst du, bevor ich das vergesse. Ich habe ja noch alles hier im Inventar. Achso, du warst schon fertig damit, oder? Mit was? Mit dem zweiten, um es herzustellen. Hast du das schon alles? Ich habe alles. Ich muss noch die Dings, Titaniumbahn herstellen. Habe ich alles da. Dann ist das zweite fertig. Achso, ihr braucht ja zwei EFABs. Genau. Ja, weil ich suche noch jemanden, der noch mir ein Circuit, Electric Circuit herstellt, weil... Was für eins? Advanced oder normales? Das normale, ganz normal. Hab ich 13 Stück. Aber nicht in der Kiste. Nö, im Backpack, weil ich die ja dauerhaft hergestellt hatte und dann warst du ja zwei Tage nicht da oder einen Tag oder wir haben auf jeden Fall nicht aufgenommen und da packe ich da alles ins Backpack, wenn ich nur baue. Das waste doch. Egal, dafür brauche ich halt eins. Braucht ihr immer noch Marvel? Ne, wir sind durch mit Marvel. Und sonst, irgendwann jetzt, da kommen wir auf die Höhe, wo wir auch Marvel haben, mit unserem riesen Loch. Wie war denn das jetzt? Das, genau. So. Wir hätten uns auch easy niederlassen können. Industrialschmelze. Geht das noch da? Schmelze? Nee. Blumen. Da auch nicht. Und eine Base. Oh, und du bist schon da. Warte, ich tippe hier mich eben hoch, weil es dauert uns zu lange, bis ich bei dir stehe. Da bin ich. Moin. Zum Beispiel, was dieser kenne ich gar nicht. Das ist eine Quest, die du zwischenzeitlich machen kannst. Da kannst du 100 Stacks von Items drin lagern. Nein. Ich hab Scheiße gebaut. Ach ja, stimmt. Ich kann ja gar nicht dazu bauen. Pipe. Ich hab Scheiße gebaut. Schön. Ich habe aus 9 Titanium Ingots, Dust, ein fucking Scrap gemacht. Oh, kann man die wieder umcraften? Es ist nur ein Scrap geworden. Ich habe das in den Recycler geschmissen, ich Knallkopf. Oh, Scrap kannst du, den Scrap, den kannst du gar nicht, glaube ich, jetzt umcraften. Nee, kann man auch nicht. Das heißt, ich muss schon wieder Titanium Piles herstellen. CO2. Ja, ich bin auf dem Runden. Du hast doch hier von den normalen Bauxit. 4 Stück, craft die doch gleich um zu einer Medium-Zell. Sind auch genau 4, die du dafür brauchst. Ja, ich war aber bisher zu faul dafür, weil... das verstehe ich. Wir brauchen Bauxit. Weil ich habe keinen Bock, Labratronen-Crisp herzustellen. Labra was bitte? Du brauchst um einen Medium Power Cell brauchst du Labraton Crystals, die du aus. Ach so, ja, die waren nervig, aber es ging eigentlich voll. Aus Electric Circuits und Energy Crystals und Energy Crystals. Ich bin glaube ich noch nicht so weit, dass ich sage, yo, ich craft mal eben 4 Triple Compressed Batteries. Haben wir das überhaupt schon, diesen RF Controller zum Beispiel? Nö, ich glaube nicht. Den braucht ihr auch für Strom. Ja, ich stell erstmal nur die Upgrades her. Die Quest ist zwar bei uns noch nicht dran, aber warum nicht schon her? CO2 hat sie schon. Warum ja, erstmal nicht haben? Jetzt brauche ich erstmal Bauxit, um wieder an die Piles zu kommen. Bauxit haben wir keins mehr. Nein. Ist alles schon umgecrafteten Teils gewesen und die habe ich ja gerade eben weggemacht aus Versehen. Eik. So viel zum Thema vorbereitet für eine Aufnahme.
Aber gut, es kann nicht immer alles reibungslos laufen. Anders gesagt, es wird nie reibungslos laufen. Da oben ist Bauxe, da habe ich jetzt keinen Bock, mich hinzustecken. Wir haben doch hier 10 Stück drin. Das reicht nicht. Ich brauche 8 oder 16 für einmal Dingsbums machen. Ich bin froh, dass Oscar uns gestern 3 kleine Minischmelzen noch gebaut hat. Perfekt. Wie macht sich das jetzt? Wie macht sich das nochmal? Habt ihr eine Schmelze oder habt ihr auch mehrere? Eine. Wir haben eine. Wenn du mal durchrechnest, das reicht vollkommen aus. Dann macht man halt einfach 50 Stacks von dem Zeug einmal durch und dann hat man erstmal genug. Ich bin mal ganz kurz gestummt. An meine Zuschauer, ihr seht ja hier jetzt, ist ein bisschen was entstanden. Die Sachen baue ich immer, wenn ich und Darko nicht aufnehmen, beziehungsweise wenn ich alleine bin und Darko keine Zeit hat. Dann lasse ich mich kreativ aus und baue hier so ein kleines, ja, Wikingerdorf. Also nicht wundern bitte, wenn hier was entsteht, was nicht in den Folgen ist. Also es sind dann auch schon wieder eine Kiste von Blöcke. Also das reicht für eine Zeit lang. Ich brauche jetzt Glas. Ja. Bauxit. Habt ihr eigentlich mittlerweile jetzt schon den Dings, den Dieselgenerator? Da musst du Darko fragen. Dieselgenerator? Ja klar, haben wir. Aber ja, ob wir ihn verwenden, ist so die andere Frage. Hast du eigentlich auch die Holzfarm von unserer Haustür gesehen? Hm, nur flüchtig, aber ich weiß ja, wie die aufgebaut ist. Mit Steve Carts. Ja. Ja, der, ganz ehrlich, der Dieselgenerator steht hier, aber dann bräuchten wir eine automatisierte, würde es auch mit Steve Carts gehen, aber wir bräuchten eine automatisierte Farm von Kartoffeln zum Beispiel. Dann natürlich den Ölturm und. Biodiesel. Bestimmt, dann brauchen wir aber trotzdem noch. Dann brauchen wir Seeds-Produktion oder. Seeds und Kartoffeln sogar. Du kannst an sich Äpfel nehmen für die eine Seite davon. Ja, ja. Und Bio. Ich kann mir nie merken, was die beiden Components sind, weil diese auf so ein Plant Oil halt musst du halt wirklich Seeds nehmen, aber ihr habt doch schon Hempseeds, oder nicht? Ihr könnt eine Hempseeds-Plantage machen. Ja, aber nicht in den Massen. Weißt du, man braucht ein Backe für eine Sekunde, dass der Generator läuft. Und ich bin kein Typ, der das automatisieren will. Habe ich jetzt keinen Nerv zu. Außerdem, Strom ist nicht das, was wir brauchen. Die, unsere Mediumzelle hier ist immer ununterbrochen voll mit 10 Millionen F. Also Stromknappheit haben wir echt nicht. Wenn ich die eine Maschine wieder anhaue, schon. Die läuft nämlich mal wieder leer. Die läuft wegen den Kabeln einfach nur leer. Ich habe oben geschaut, oben ist immer voll. Also, der Industrial Electrolyzer, der läuft nicht leer. Also bei mir liegt es nicht mehr an den Kabeln, bei mir liegt es daran mittlerweile, dass es dings. Also bei Ike, wo bist du? Ich such grad Bauxit. Du hast immer noch das Single-Player aufgepasst, es ist in dem Nebenmodpack ausgeschalten. Ich komm gleich, warte. Laut Singleplayer-Test ist es in dem Modpack ausgeschalten, dass die Maschinen von Industrial von Tech Reborn explodieren. Ich habe sie nämlich mit Cryostabilized Fluxduct und alles mal ausgetestet. Und in Vanilla war es, im Singleplayer war es zumindest der Fall, dass ein hardener Fluxduct reichen sollte, um sie mit Power voll zu halten, wenn man genug Strom produziert. Ja. Ja, wie gesagt, wir müssten das vielleicht sowieso einfach nur optimieren, vielleicht geht's dann, aber ja, wenn der unten läuft, ist der hier leer, das weiß ich, aber wenn man oben schaut, juckt den das oben überhaupt nicht. Ja, oben nicht, aber unten die Maschine zum Beispiel läuft komplett leer. Ja, aber die sind verbunden miteinander. Kann es sein, dass die Seite, die nach unten zu den Maschinen geht, der Input ist? Nee, es gibt auf jeder Seite sowohl Input als auch Output. Oben und unten. Habe ich mehrmals getestet und es funktioniert ja auch. Also da geht auch
nach 5 Minuten ja, oder so Strom raus. Es ist halt seltsam, dass gerade wenn ich den Analyse, das Analyse-Ding anhab, dass da immer der leer läuft. Dasselbe ist ja auch mit dem Energizer. Ich glaube einfach nur wirklich, dass die Kabel nicht hinterherkommen, weil Leadstone und Flux sind nicht starke Kabel, sind überhaupt keine starken. Vielleicht. Dann müssen wir mal bessere Kabel herstellen. Oder ich habe erstmal eine Quest fertig. So. Ja, du wolltest dich ja noch um das Jabba Dabba Dingsbums kümmern. Wollte ich oder hast du eher gesagt? Nee, du wolltest das, damit du was zu tun hast. So, das kommt alles da rein. Was braucht denn Jabba Dabba du? Item Barrel. Aber ich finde gerade gut Bauxit, das ist nice. Copper bringe ich auch vorsichtshalber nochmal mit. Warum habe ich ja gesagt? Weil ich es nicht mache. Dafür machst du die scheiß Slimes hin. Das ist kein Problem, die mache ich. Hühnchen. Wieso kann es eigentlich. Hühnchenfleisch, hopp. Haben wir ja mittlerweile. Chili, denke ich mal, wenn wir auch schon angepflanzt haben. Ja. Dann ist alles kein Problem. Aber ob wir Hühnchenfleisch haben, keine Ahnung. Doch, ich glaube, ich hatte schon ein paar Hühnchen geklatscht und mitgebracht. Ja, vier Stück. Ja, brauche ich glaube nie. Boah, ich muss was anderes essen. Das komische Fleisch hier, das geht mir langsam auf den Pisser. Ich weiß gar nicht, was ich immer esse. Ich habe jetzt immer dieses verrottete Fleisch, das Monster Jerky gegessen. Ja, ich esse ja immer aus der Lunchbox und da sehe ich nicht, was ich gerade esse. Da sind ja unterschiedlichste Sachen drin. Boah. Noch. Solange du im Real Life weißt, was du essen tust. Yep, was saugeiles. Bei mir gab's halt Döner. Und morgen gibt's Hühnchenkeulen. Bei mir gibt's morgen Schweinehaxe. Direkt Haxe oder als Eisbein gemacht? Eisbein? Was ist ein Eisbein? Das ist ein rohes Stück Schweinekeule, also wie Haxe, ja, genau. Nur in Brühe gemacht und nicht angebraten. Brühe gemacht, glaube ich. Und dann ist es Haxe. Vom Schwein, also Schweinehaxe. Also Eisbein, nicht Haxe. Haxe ist ja auf über dem Feuer beziehungsweise also entweder auf dem Grill oder in der Pfanne gemacht. Ja gut, aber für mich ist Schweinehaxe halt das Stück vom Schwein. Was man daraus dann isst, ist natürlich wieder was anderes. Oder ja, der eine sagt so, der andere so. Ich will dir jetzt Uni beibringen, dass du den Unterschied davon weißt. Wie viel Bauch? Das ist vielleicht ein ganz nice 6, zu wissen. 46, das heißt, das Doppelte kriege ich. Nice, ich glaube, das reicht aus. Rein hier. So, Kupfer da rein, Eisen da rein, Aluminium da rein, Platinum da rein, Gott. Nein. Doch. Doch, den ganzen Scheiß zweimal. Mobblut da. Ich könnte Spinnaugensuppen machen, ich Knallkopf. Wir haben 64 Spinnaugen. Spider. Da. Ich brauche dazu Stock. Wir haben Knochen. Läuft. Willst du schon wieder kochen? Weil ich jetzt auf das Bauxit warte. Und solange kann ich doch ein bisschen Essen machen. Ja. Ich habe jetzt all unsere Knochen verballert. Falls du welche brauchtest, Pech. Du hast halt Pech, wenn wir dann doch kein Chili angebaut haben. Ey, ich hab uns jetzt 46 Spinnaugensuppen gemacht. Was soll man mit dem Dreck? Essen gibt 2 Hungerkeulen. Schaut.
Ich kann mich immer noch mit meinem Questessen über Wasser halten. Du, ich hab hier auch noch 3 Burger, 10 Früchtesalat, 24 Joghurts aber, und 11 Sushi, aber trotzdem. Ein bisschen Abwechslung muss schon mal sein hier. Ich brauche wieder Empty Cells dafür. Empty Cells. Glasscheiben und Tin. Ja. Was hatte ich gesagt? Tin. Übrigens, hier drin hast du noch Glasscheiben. Weil du ja immer diese scheiß Crafting Table besitzt. Das sind. Okay, stimmt. Hast du gerade Glas hergestellt? Ja. Gut, dann warte. Jetzt rennt der weg. Ich brauch das nicht. Ja. Tu es in die Kiste. Ich brauche auch keine Glasscheiben. Nee, die brauche ich ja für die Empty Zellen. Um hier weiterzumachen. Und Glasscheiben braucht man für den Tank. Meine Bauressourcen, Backpack, der ist randvoll. Ich muss die anderen 2 Häuser weiterbauen. Haben wir Wolle? Was haben wir, ein Füller? Wolle. Zusammencraften einfach. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. So, das haben wir. Dann at EFAB. Barrel Painter. Industrial Grinder. Auch diesen komischen Scheiß noch auf. Palimpalim. Die hatte ich doch in der letzten Folge schon hergestellt. Ach, bin ich im Argfirnis, nee. Habe ich das doch hergestellt. Oh, ich sag nichts. Wo hattest du es denn vorher hergestellt? Nee, ich wollte jetzt eine andere Maschine dazu extra noch aufbauen. Jetzt habe ich gerade reingeguckt, ich habe das vorhin nicht gesehen, dass die im Argfirnis doch da hast du doch extra noch diese 3 Dinger reingemacht gehabt. Und die Argfirnis. Der steht doch oben. Ach so, ach, der große. Hm. Ja, die Maschine ist restlos leer hier. Ich brauch noch mal so einen Scheiß. Achso, ich hab noch Zink, das kann ich hier gleich mal durchrattern lassen. Ich muss jetzt echt erstmal schauen, was brauch ich denn dafür noch. Ich hab noch Chrom und Magnesium. Magnesium, für was braucht man das? Antibirbel. Perfekt. Sicherlich irgendwann. Ach, und ich hab noch 5 Enderperlen, falls was benötigt wird. Ja, brauch ich gleich. Wie viel? Ne, ich glaube, tu einfach die Mobkiste da. In der Mobkiste sind ja auch noch welche drin. Ja, warte, da hau ich die auch dort gleich mit rein. Da haben wir wieder 8 Stück. Ich brauche aber, glaube ich, nur 1-2 maximal. Jetzt kann ich aus Questbuch hier wieder rausholen. Das ist dort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und da gehen schon wieder die Ressourcen flöten. Blue Chest. Ey, fick dich, ich hab schon wieder so einen hässlichen Früchtesaft gekriegt. Ich hab die Schnauze voll davon. Früchtesaft. Mich stürzt nicht, wenn ich immer nur dasselbe Essen kriege, aber ein Ei stürzt scheinbar. Ich will Abwechslung beim Essen haben. Ich weiß ja nicht, was ich esse durch die Lunchbox. Also kann es sein, dass ich Abwechslung habe. Ich weiß, dass ich Abwechslung habe, weil der ja automatisch abwechselt. Das dauert jetzt. Hätte ich nicht noch Glas hergestellt? Ja, genau. Ja.
Die Glasblöcke sind hier oben drinne. Links unterm Schwein. Super Beschreibung, links unterm Schwein. Ja, links unterm Schwein in der Kiste. Also da, cool. Ich hab dich für schlau gehalten. Ich hab's verstanden, aber warum muss man dieses scheiß Schwein einführen? Du kannst auch sagen, links von der Mitte aus oder so. Weil ich wollte, dass dein Bruder mitspielt? Ich hab nicht mal einen, also. Jetzt hast du einen. Wie gesagt, ich hätte das Teil schon zerstören können. Das kommt hier runter. Hier runter. Das dahin. Ich habe immer noch den Drop of Evil im Gepäck für die Mobfarm. Allein für die Mobfarm, für welche Mobfarm wir haben können. Bald haben wir eine. Ich würde eine Nether bauen in der Festung als erstes, weil dann hat man mehr Wither-Skeletten, das macht. Ich warte sowieso, bis du den ersten Wither klatschen tust. Ich habe noch kein einziges Wither-Skelett gesehen. Echt nicht? Ich habe schon ein paar geklatscht. Deswegen habe ich einen Drop of Evil. Ich habe auch schon so ein Cursed Lasso. Warum willst du warten, bis hier zwei einklatscht? Na, damit ich sehe, ob die leicht oder schwer sind. Achso, Chili Pepper. Dann kann ich ja schon mal Slingshot. Hot Wings. Ich brauche Hot Soße. Knob, also Garlic, Salz, Vinegar mache ich aus Grey. Ja, was? Hattest du auch gerade den Sound Quest completed? Ja, ich habe auch eine fertige Quest von diesem Jabba-Ding. Ich nicht. Weil mir fehlt ja auch noch eins. Vor allem noch das Anti-Battle. Stimmt. 4 von 5. Was da wundert mich gerade. Was ne Kacke. Ja, die größte Kacke kommt jetzt. Ich muss Obi farmen. Grape haben wir hier. Das ist sehr gut. Oh, Mann, ey. Oh. Das nehmen wir auch gleich mit. Kohlrabi. Giga. Hey. Chili Pepper. Garlic war da hinten. Also Obsidian Farm ist so wirklich eine Sache, die ich hasse. Tee. Hier mal Garlic. Oh, Onions. Sehr gut. Warum du davon auch mal 3 Felder angelegt hast, aber egal. Wie 3? Es sind 3 Onion-Felder, aber ist egal. Daraus kann man auch gut was machen. Water Chestnut, Sesam. Kann ich für Öl verwenden? Wie gesagt, Ike, willst du dich eigentlich daran setzen, dass wir eine automatische, unendliche Stromproduktion haben? Das machen wir dann mit dem Big Reactor. Okay, also nicht mit dem Dieselgenerator von dem Messer. Nö, wir machen Big Reactor. Wir haben hier so viele Uranium und auch noch Blöcke davon. Das ist abnormal. Das können wir alles da reinhauen. Seid ihr schon so weit, dass ihr da kurz vor seid? Nee. Aber wir haben ja zurzeit eine recht gute Stromproduktion. Worauf produziert ihr denn euren Strom? Was? Derzeit mit Wasser- und Windrädern. Wir gehen dann aber später auf die Dingsbums hier, auf Big Reactor. Ja, gehe ich auch später drauf, das ist klar. Hatte uns nicht sowieso schon allein die Kohlproduktion gereicht? Weißt du das noch? Also Kohle haben wir auch en masse. Na, ich meine einfach nur, wir hatten ja nur 3 diese Anfangs-Kohle-Generator, ob die nicht auch schon genug Strom hatten. Bin ich zwar gerade überfragt, aber... Nee, die sind auch durch die Maschine mal hergelaufen. Wolltest
du für irgendwas nicht eigentlich mal Obi haben? Ja, für die Tanks. Wir kriegen noch so viele Flüssigkeiten. Brauchen wir für die Tanks Obi? Ja, 4 Obsidian und 5 Glasscheiben für einen Tank. Und das Lustige ist, du kannst darin die Flüssigkeiten transportieren, wenn du es abbaust. Na gut, ich hole erstmal ein bisschen was. Ja, mach das. So, da haben wir Fresh Water. Und ich brauche Salz. Es geht doch auch mit dem und mit dem. Lull? Nein? Hey, sonst konntest du mal aus Fresh Water auch Salz herstellen. Vielleicht haben die es dasselbelt. Glaube ich auch. Muss ja so sein. Ja, gut, dann. Machen wir das halt so. Unendlich Wasser haben wir ja. Da. Ich sitze gerade an der Slingshot, Darko. Ja gut, wofür brauchen wir die eigentlich? Nur für die Quest, oder? Ja, ne, wenn wir einen Gleiter haben, bisschen rumpimmeln. Gebratenes Chicken haben wir da. Was fehlt mir jetzt denn? Ach, das hier. So. Ach, da craftest du, dann gehe ich da mal nicht dran. So, 6 Hot Sauce. Ja, genau dieses eine Kochutensil habe ich nicht im Gepäck. Und wir haben die ersten 2 Hot Wings. Oh. Haben wir den Chemical Reactor schon von TechBurn? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Musst du hier gucken? Ich glaube nicht. Dann kann ich die Quest nicht machen. Chemical, nö, haben wir noch nicht. Was waren jetzt. Was brauchte ich denn jetzt noch dafür? Das? Ach, nochmal 2 gebratene Chicken, dann habe ich alle. Dann habe ich schon immer diese Wings alle fertig. TL2, hast du den schon gefällig? Nö. Die Slime-Blutblöcke habe ich dann schon mal. Gut, das ist auf Ike's Liste geschrieben, das mache ich garantiert nicht. Warum ich? Ich mache mehr als genug. Das ist deine Questreihe, ich kapiere der Bahnhof. Ey, du hast gerade auch irgendeine Quest aus meiner Questreihe gemacht, also ich bitte dich. Aber die hatten nichts mit den Maschinen von TechBurn zu tun, nichts. Das, ich brauche einen Hanggleiter, Ironwood, String und Hardened Leather. 5, ich brauche noch ein paar. Da haben wir noch das und das. Ich tue mir trotzdem schon mal alle Materialien ins Backpack. Du könntest mal 2 Night Slime Ingots herstellen. Wenn du darauf Lust hast. Muss ich mir gleich anschauen, was das ist, aber ja. Mache ich gleich. Ich muss nur kurz erstmal das hier fertig machen. Denn wenn wir die haben, dann wäre die Quest fertig. Okay, ich brauche Endermänner. Also bitte nicht Tag machen. Endermöwens. Ach, Olaf. Du bist ja eigentlich die ganze Zeit hier gekommen, Norn. Eisenrod. Und ein String. Haben wir noch. Tada. 2, 4, 5, 6. Ja, kurz AFK. Jupp. So. Hab ich das jetzt alles? Nee, die hier. Also, Darko, es fehlen nur noch die 2 Night Slimes, dann hätten wir die Quest fertig. Gut, ich mach den Night Slime. Kannst du dir mal wenigstens anschauen, diesen komischen Reactor? Vielleicht ist der gar nicht so schön, wie ich denke. Du meinst jetzt den Big Reactor? Nein. Oh, wie heißt das jetzt, was ich gesagt habe? Chemical irgendwas. Ja, guck ich gleich.
wollen mich echt veräppeln. Hast du Purple Slime zufällig? Einer ist hier drin.